du sprichst mal hier oben den Schutz. Und du mach mal die hier kalt. So. Weg mit dem Scharmützler da, der steht mir im Weg. So. Du beschwörst Skelette. Das ist okay. Und irgendwer schießt auf Alof. Oh, du solltest dich mal selber heilen. Alof, du gehst mal weg. So, jetzt ist noch die Meister, die Schamanen. Du heilst mal Edda. Und du machst noch mal diesen netten Zauber. Hat sie ja die fast schon erledigt. So, genau, sehr gut. Oh, das hat am Schluss auch noch Fenris umgehauen. So, aber wir haben genügend Zeug hier einsacken können. Das war jetzt mal ein Begrüßungskommando. Palegina sieht schon wieder angeschlagen aus. Also, das war jetzt wirklich eine heftige Begrüßung. Die Nischen wurden mit Stroh sowie mit Federn und Fellbündeln eingerahmt. In der Luft hängt ein moschusartiger Geruch. Oh, und da ist der Hochgang. Okay. Puh. Xaurips sind keine so starken Gegner, sind sie nicht. Das Problem sind erstmal ihre Schamanen. Wenn die nämlich nicht mehr da sind, ist alles um einiges leichter. Genau. Durenz, du kannst mal wieder hier Schutz sprechen. Und eine Segnung. Wäre auch nicht schlecht. So. Ich könnte Durenz jetzt theoretisch mal umstellen. Von aggressiv. Ah ne, das weg. Du bist defensiv. Von aggressiv auf Unterstützung. Bin pro Ruhe. Nö, bleibt weiter bei aggressiv. Dass er Verbot spricht am Anfang. Let's go. So, und die letzten Zauberips hier noch. Let's go. Sehr schön. Jede Menge Waffen und Zungen. Waffen und Zungen. Waffen und Zungen. Waffen und Zungen. Be cautious. Be constant. So. Dürrwurz. Auch nicht schlecht. Ah, ein neuer Rastvorrat. Jetzt, da wir endlich mal einen aufgebraucht haben. Oh. Hey, Jungs. Ich sehe schon, ihr bewacht die Eingangstür.
Alle auf den Hohepriester, der ist nämlich am schlimmsten. So, dankeschön. Oh, das hat er doch gut erwischt. Okay. Verschlossene Türen, Haufen Zaurib-Zeug. Mhm. Etwas Geld. Die Tür geht nicht auf. Wow. Something. Okay, Falle entschärft. Hello. Hello? Noch mehr zum Schärfen. Wie sieht's mit den beiden jetzt aus? Langsam Fortschritte. Aber auch nur sehr langsam. Seite eines Expeditionstagebuchs. Die scheint eine Seite zu sein, die aus einem größeren Text herausgewissen wurde. Skeda hat es nicht geschafft. Ich weiß, dass Marek sein Bestes gegeben hat. Oh, das hatten wir doch schon mal. Und das hier ist unser Blutbecken. Das sind die Xaurips, die von unten runtergesprungen sind. In diesem Morast aus Blut und Knorpel tanzen Gliedmaßen und Organe umher. Das Blutbad wird durch gelegentliche Windböen aus dem darüberliegenden Tunnel umgerührt. Genau. Die über den Beckenrand hängende Leiche ist schmerzverzerrt, wohl in den letzten Zuckungen liegen geblieben. Seine verfaulten, skelettierten Hände greifen immer noch in Richtung seines Halses. Der ringt also, hat also noch nach Luft gerungen. So, viel Geld. Und hier geht's zu unserem Drachenfreund, dem wir schon mal begegnet sind. Der von Xaurips umgeben ist. Ob wir diesen Drachen leichter schaffen? Am Rand dieser weiten Kammer steht eine massive, reptilienähnliche aussehende Statue, die von einer Menge plappernder Zaurips umgeben ist. Ihre Schnauze ist mit den blutigen Überresten eines kürzlich verspeisten Mahls verspritzt und in ihren krummen Hauern hängen noch Fleischbrocken. Die Zaurips bewegen sich ängstlich hin und her, wobei sie erwartungsvoll zum Jungdrachen emporschauen, der seine lederigen Flügel herausfordernd aufspannt und sie Säulen auf beiden Seiten streift. Ja, ja, noch mehr Opfer. Er schlägt kurz mit seinen Flügeln und wirbelt enorme Staubwolken hoch. Komm hier, Herr Zwerg, lass dich ehren. Ehren? Große Ehre, Stärke für Echsen und Blut zum Mahlen, Glück. All das gebe ich. Ich bin gnädig und großartig. Der Drache reißt seine Maul auf und gibt den Blick auf seine sehnenscharfen Zähne und seine gespaltene Zunge frei. Diese Zauber bringen die Opfer da. Bist du der Meister der Tiefe? Der Meister der Tiefe ist unter uns. Das Opfer ist nicht sehr schlau. Während der junge Drache lacht, bemerkst du einen Teil der schuppigen Jungdrachenbrust orange zu leuchten beginnt. Meister machte mich zum Fürsten hier. Hier bin ich König. Flammen züngeln aus seinen Nasenlöchern und seinem aufgerissenen Maul. Ich bin der Gott des Feuers und des Goldes. Okay. Du verwirr mal ein Stück. Wir haben es sogar geschafft, den Jungdrachen zu verwirren. Okay. Du wirk mal das auf den Zauber-Priester. Okay, wie sieht's aus? Ich brauche mal Übersicht. Palegina ist wütend. Palegina, mach mal das auf den Drachen. Du verwirr die da mal. Oh, bist du gerade gelähmt? Ja, bist du. Palegina heil dich selber. So, sehr schön. Alle auf den Hohepriester, solange die anderen noch verwirrt sind.
Und jetzt auf den jungen Drachen. Wow, der spuckt Feuer. Sehr schön. Tagebuch? Tief in den Höhen fand ich eine große Skulptur mit einem Kopf aus Adra. Ja, okay, das ist... Kannten wir schon alles. Der Drache hat nichts Besonderes gegeben. Schade. Sure. Nur ein Skelett. Ilfam Bingas Trost. Außergewöhnlich Bewahrung. Schildabwehr. Verteidigung. Das ist was für Edda. Maximaler Ausdauerbonus. Das ist was für Palegina. Palegina. Edda. Die Holztür macht 18. Genauigkeit. Du machst dadurch mehr Genauigkeit. Ja, trag mal das eine Weile. Palegina kriegt mehr Ausdauer. So, sehr schön. Ah. Aufgrund der kohlenschwarze Asche, die sich auf das Mauerwerk gelegt hat, sind die Gestalten von Gestandenen auszumachen. Okay, da hat er wohl ein paar eingeäschert. Ich habe jetzt aber immer noch nicht entdeckt, wie ich hier reinkomme. Du brauchst noch ein paar hundert Erfahrungspunkte, du ebenso. Hm. Wie komme ich da rein? Ah. So komme ich da rein. Schwertheft, sehr schön. Die Klinge. Ich habe einen Teil gefunden, allein ist das Bruchstück wertlos. Ich habe den Bruch von Hälfte des Schwerts gefunden. Die Verzierung scheint indirianischen Ursprungs und eindeutig wertvoll. Okay. Etwas Gold und hier war noch was. Guter Streitkolben und ein guter Schild. Okay, die können weg. Sehr gut. Das heißt, ich habe die ersten 5 Ebenen der endlosen Pfade abgeschlossen. Juhu. Wir können auch mal kurz runter gucken. Aber ich glaube, dann werde ich erstmal speichern. Jo. Also wieder hoch. Ich werde auf dem Hochweg wahrscheinlich auf Ebene 3 halten. Mal gucken, ob der Säbel, den ich für den Edda gefunden habe, dort reinpasst. In die Statue. Und dann? Ja, dann werde ich mit meiner Truppe wahrscheinlich, also ich werde wahrscheinlich wieder Sargani aufnehmen, statt Kanna. Werde ich dann mal versuchen, die andere Ruine in der Sturmwallschlucht zu machen. Jetzt aber erstmal speichern. LP 17 wäre das. LP 17. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.